Hallo und willkommen zum 24. Türchen vom Minecraft Adventskalender 2020. Wir sind schon beim 24. Türchen. Es ist der 24. und wir haben das Finale heute. Wir gucken, welches Türchen das ist. Mit dem Jumpus 5 kommen wir da hoch. Das ist da ganz oben links in der Ecke. Und das ist Ice Spike Climb. Wir gehen hier rein und ich bin sehr gespannt, was es sein wird. Ich bin gespannt, was die sich eingefallen lassen haben. Und wir gucken einmal. Climb the Ice Spike and reach the top. But don't get kicked down by the monsters. Ist ja klar, dass hier wieder Monster vorkommen. Ja, also wir müssen so einen Eisberg hochklettern, ohne dass wir von den Zombies runtergekickt werden. Ist ja nicht ganz einfach. Und was haben wir denn hier? Eine Truhe mit Dia-Schwertern. Ein paar Pfeilen. Rüstungen. Also man kann das auch zu zwei spielen. Die haben da an alles gedacht. Man hat ja auch ja zwei Schwerter, zwei Rüstungen. Die haben da schon an alle Spieler gedacht, die das hier spielen. Und das sieht auf den ersten Blick gar nicht so schwer aus, da hochzukommen, aber es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Aber wir haben ja den 24. Da hat man ja noch andere Sachen zu tun, deswegen haben die es auch nicht so viel gemacht, so einen großen Berg, sondern nur so einen kleinen. Okay, ich gucke jetzt mal, ob wir irgendwie so hochkommen. Hier und dann hier an der Seite. Hier irgendwie an der Seite. Ah, genau, das sieht auch schon mal gut aus. Wenn die Zombies nicht explodieren würden, dann wäre es eigentlich ganz gut. Moment, welcher Berg ist gemeint? Ist der gemeint? Oder ist der kleine Berg hier gemeint? Weil das kann ja auch sein. Mal gucken. Nee, schade, wir müssen doch den Berg hochklettern. Wir haben es fast, wir müssen nur noch da oben. Aber da sind schon wieder Zombies und wir haben noch 1,5 Herzen. Das wird schwer. Aber wir könnten es jetzt eigentlich noch schaffen. Wenn wir uns Mühe geben. Hier explodiert fast noch ein Herz. Mal gucken. Wie kann man denn hier hochkommen? Hier an den Seiten. Ah, da hier. Wir gucken. Ah, wir haben es jetzt. Genau, Victory. Oh. Feuerwerk, wir können uns gar nicht bewegen. Okay, das hier sind die Credits. Es war einfach das Türchen, aber wir spielen natürlich noch das Bonustürchen, falls es funktioniert. Kevin MacLeod, ja, von dem benutze ich auch immer die Musik. Ihr seht ja auch in meiner Videobeschreibung immer, falls ihr da manchmal reinschaut. You can join our team by playing on Minecraft Forum. Thanks for playing our map. Und wir sind jetzt hier beim Kuchen. Oh, thank you for playing and have a Merry Christmas. Ah, der sagt sogar was, der Santa hier. Oh, oh, oh. Ja. Ah, wir haben Feuerwerksraketen. Aber ich bin jetzt mal gespannt, ob wir auch das Bonustürchen spielen können. Oder ob wir jetzt nur hier stecken bleiben. Bei diesen Häuschen. Oder ob es irgendwie noch weitergeht. Jeder sagt auch was. Merry Christmas, I hope you get a lot of presents this year. You haven't been naughty, right? Okay. Ja. Back to the calendar. Wir gucken jetzt mal. Ich kann mir was vom Kuchen essen. Nee. Eine Schallplatte. Aber die Schallplatten will sich ja keiner geben in Minecraft. Hier haben wir Geschenke als Köpfe gemacht. Also die haben sich ja sehr viel Mühe gegeben. Bei der Map hier ist auch ein Tannenbaum. Da ist ein Stern drauf. Extra alles umtexturiert. Dieses Texturepack zeige ich hier nochmal als Server. Das kann man auch nicht wegmachen. Das haben die hier mit Common-Blöcken und alles gemacht. Wir gucken jetzt mal hier back to the Kalender. Und... Ah, da. Jetzt kann man das aufmachen. Okay. Jetzt kommt mal hier. Bonus. Falling Presents. Okay, Presents are falling from the sky. Try to catch as many as possible. Ah, okay, wir müssen 100 Geschenke auffallen. Die Geschenke fallen vom Himmel. Und, ah, genau. Weil ich habe nämlich beim Überfliegen, als das mal verbuggt war, und wir haben kein Zeitlimit, sehr gut. Als das Türchen mal verbuggt war, muss ich in das Richtige fliegen. Im Game Boy 3. Und da habe ich außerhalb der Map noch andere Türchen gesehen, die wir noch gar nicht gespielt hatten. Und das hier ist jetzt auch so eins, wo ich das gesehen habe. Und 9, 10 Türchen haben wir schon. Türchen. 10 Geschenke haben wir schon. Ja, ungefähr so schnell ging es auch mit den Türchen. Also, es kam mir richtig schnell vor, wie die Türchen vergangen sind. Schreibt mir auch mal gerne eure Meinung dazu hier zum Adventskalender in die Kommentare. Ob ich das dieses Jahr richtig gemacht habe. Letztes Jahr habe ich das 23. und das 24. Türchen, glaube ich, am 25. hochgeladen. Also, dieses Jahr habe ich es mich deutlich verbessert, finde ich. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr letztes Jahr schon dabei wart. Und dieses Jahr auch. Und wie euch generell das Adventskalender hier Let's Play gefallen hat. Ob ihr die Map selber gespielt habt. Und wie euch die selber gefallen hat. Der Link war dazu ja immer in der Videobeschreibung. Falls ihr die Map nicht gespielt habt, könnt ihr die ja nächstes Jahr spielen. Die sollte funktionieren. Einige Türchen sind verbuggt, ist schade. Aber so wirklich fast alle funktionieren. Ist halt auch mit Common Blöcken gemacht. Da können halt auch Fehler passieren. In allen Versionen auch, in der Version, für die Map eigentlich gedacht ist. Und wir haben 99 Geschenke und 100 Victory. Wir haben es geschafft, das war anscheinend das letzte Türchen, wie es aussieht. Mehr habe ich hier auch nicht gefunden, mehr gibt es auch wahrscheinlich nicht. Wir gehen jetzt nochmal in Game Mode 3. So, und suchen hier noch was. Oh, da ist ja was. Speed, Elytra, achso, ja.
das müsste hier irgendwie zu öffnen sein. Keine Ahnung, wie man das öffnet. Ja, aber ansonsten ist ja nichts mehr. Ihr seht die ganzen Kornblöcke. Das ist schon heftig. Das haben zwar mehrere Leute gebaut, aber das zu machen, das ist schon extrem schwer. Hier sehen wir die ganzen Türchen. 18, 22, 23, 24. Und hier nochmal die Türchen, wie es aussieht. Dann haben wir so Kohlekästen drumherum gebaut. Und hier zum Beispiel Clash Royale in Minecraft. Das hat mir auch sehr gefallen. Was war euer Lieblingstürchen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten haben wir ja noch die Verlosung vom 9. Dezember. Das war die 12.000 Dollar Verlosung, glaube ich mal. Da gucken wir hier mal rein. Das war nur für die Aktiven, die auch beim Adventskalender zugeguckt haben. Und das hat gewonnen Timcode. Hashtag Dezember. Ich heiße Timcode, würde mich mega freuen, wenn ich gewinne. Discord Timcode Abos, wer fehlt dann hier? Und wir gucken, ob du da, genau, du hast mich abonniert. Dann kannst du auf meinen Discord-Server schauen und dich im Support-Kanal melden. Und dann werde ich dir das Geld auch geben. Und zum Beispiel, das Türchen hier haben wir gar nicht gesehen. Vielleicht wurde es einfach nur so gebaut, aber man sieht hier auch... Ah nee, das war bei dem anderen Türchen, das verbuggt war. Mit dem Fehlersuchen hier, keine Ahnung, von welchem Dezember das war. Ja, dann würde ich sagen, das hier ist ein schönes Abschlussbild. Es gibt ja noch heute eine Verlosung, die online kommen wird abends. Und da wird es auf jeden Fall noch ein Video für dieses Jahr geben. Das hier ist aber das zweitletzte Video für dieses Jahr auf diesem Kanal. Damit sage ich mal frohe Weihnachten, genießt die Weihnachtsfeiertage und habt Spaß. Bis nächstes Jahr 2021. Mal gucken, was da für neue Projekte kommen werden. Und dann würde ich sagen, bis nächstes Jahr und ciao.